12,41 € und dann später 12,82 € sind besser als 12 Euro. Aber als SPD-Vorsitzender habe ich gestern sehr klar gemacht, worum es uns eigentlich geht, nämlich dass wir angemessene Löhne haben und da reichen mir die 12,41 € nicht. Und jetzt haben wir eine europäische Mindestlohnrichtlinie, die in Brüssel verabschiedet wurde und in den nächsten 2 Jahren umgesetzt werden muss von den Mitgliedstaaten. Und da bietet sich eben nochmal auch der Boden für eine politische Debatte um den Mindestlohn an. Und wir werden da als SPD präsent sein in der Debatte und werden eben auch klar machen, wofür wir als Partei stehen. Und das ist kein Widerspruch zur Regierungspolitik. Das ist vielleicht eine andere Rollenverteilung. Aber ich stehe als SPD-Vorsitzender nicht dafür, dass ich Kompromisse und grüne und liberale Politik automatisch mitdenke, sondern ich mache klar, wofür die SPD steht. Und wir wollen, dass Menschen gerade in Krisenzeiten gut verdienen. Und da sind uns 12,41 € zu wenig.